Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Elden Ring Video und heute zeige ich euch, wo ihr 8 der besten Talismane im Anfangsgebiet und in Lyurnia bekommen könnt. Wir haben einiges abzudecken, also schnallt euch an, los geht's! Den Anfang macht das Purpur-Bernstein-Medaillon, das ist der Talisman, mit dem ihr eure LP, also Lebenspunkte, erhöhen könnt. Und das ist ja auch eins der Items, das ihr ganz am Anfang bei der Charakterauswahl mit dazu nehmen könnt. Ich würde euch davon definitiv immer abraten, nehmt den goldenen Samen, denn das Purpur-Bernstein-Medaillon bekommt ihr ganz simpel, indem ihr einfach vom Startgebiet in den Süden reist, zur Halbinsel der Tränen, genauer gesagt zum Schnellreisepunkt Wall von Schloss Mohren. Dort geht ihr einfach zu dem Händler und könnt euch dann das Medaillon für schlappe 1500 Runen einfach kaufen. Okay, das war einfach. Wäre doch schön, wenn es so weitergehen würde, oder? Einen habe ich auf jeden Fall noch, der ziemlich simpel ist, nämlich wir schauen uns gleich das nächste Medaillon an, und zwar das Smaragd-Bernstein-Medaillon. Das ist die grüne Variante von dem gerade eben gesehenen und das erhöht die Ausdauer. Und auch das ist ziemlich simpel zu bekommen, dazu bleibt ihr weiter im Süden auf der Halbinsel der Tränen und geht zur Höhle des Gräberwalls. Durch den Dungeon kämpft ihr euch vor, passt einfach auf, hier ist alles giftig und sobald ihr beim Boss seid, legt ihr diesen, ist auch überhaupt kein schwieriger Boss und als Belohnung gibt es das Smaragd-Bernstein-Medaillon, um eure Ausdauer zu erhöhen. Okay, wir haben Rot, wir haben Grün, was fehlt noch? Na klar, Blau fehlt noch und das wäre dann das Himmelsbernstein-Medaillon. Damit könnt ihr eure FP boosten, also eure Fähigkeitenpunkte für Mana oder diverse Spezialangriffe. Dazu müsst ihr in den Norden nach Lyurnia in die Kristallhöhle am See. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, ich habe letztens ein Video gemacht zu einem Kristallschwert und einem Frostbeil. Das ist hier rechts oben im Bild verlinkt oder unten auch in der Videobeschreibung, also checkt das gerne aus. Da erkläre ich ganz genau, wie ihr in den Norden kommt, ohne dass ihr vorher den Boss machen müsst, also am Schloss vorbei und nicht durch. Der Eingang des Dungeons ist auf der östlichen Seite des Gebirges. Und die Kristallhöhle, muss ich sagen, ist definitiv einer der schönsten Dungeons, den ich bisher gespielt und gesehen habe. Aber ich kann euch nur sagen, macht euch auf einen knackigen Bossfight gefasst, der hat es definitiv in sich. Und zur Belohnung gibt es dann eben das Himmelsbernstein-Medaillon. So, den letzten Talisman habt ihr euch geholt. War knackig, oder? Der nächste wird dafür umso entspannter, denn jetzt holen wir uns den grünen Schildkröten-Talisman und der beschleunigt eure Ausdauerregeneration. Das heißt zum Beispiel für alle Magier ist dieser Talisman sehr gut, da ihr so eure Spells einfach spammen könnt und sich eure Ausdauer schneller wieder regeneriert. Oder auch für alle Samurais, so wie ich, die gerne mit ihrem Katana wild durch die Gegend fuchteln. Und das ist ganz simpel, dafür müsst ihr nicht kämpfen. Ihr müsst einfach nur zu den Randgebieten des Totenwasserdorfs in Limgrave und dann einfach durch das Totenwasserdorf durch. Und am Ostrand findet ihr dann neben zwei Schildkröten eine verschlossene Tür und eine Golemstatue. Und für die Golemstatue benötigt ihr einen Steinschwertschlüssel. Bei dem Händler, bei dem wir das rote Medaillon kaufen konnten, könnt ihr auch einen Steinschwertschlüssel kaufen. Ansonsten auch in der Tafelrunde bei dem Händler könnt ihr 3 Stück kaufen oder sie sind auch überall in der Welt verteilt. Den setzt ihr ein, dann lauft ihr einfach nur unten durch, öffnet die Truhe und voilà, hier ist euer neuer Talisman. Und jetzt wird's tricky, denn jetzt kommen 3 interessantere Talismane. Los geht's mit einem, für den ihr auch wieder nicht kämpfen müsst, wenn ihr das nicht wollt. Und die Rede ist hier vom gesegneten Tau-Talisman. Der ist natürlich super interessant, denn der regeneriert eure Lebenspunkte schrittweise. Aber ich habe hier eine kleine Spoilerwarnung für euch, denn wenn ihr gar nichts von kommenden Gebieten sehen wollt, dann müsst ihr jetzt leider zu diesem hier eingeblendeten Timecode springen, denn wir werden eine Truhe öffnen, die uns woanders hin teleportiert und da bekommt ihr einen kleinen Eindruck, wirklich nur einen sehr kleinen Eindruck, wie es später in Elden Ring ungefähr aussehen wird. Also eure Spoilerwarnung ist hiermit raus. Ihr seid noch da? Wunderbar. Dann geht's jetzt los für euch. Wir müssen ziemlich weit in den Süden von Lyurnia zum Turm der Rückkehr. Und das ist ein Wachturm, den ihr einfach nur besteigen müsst. Und ganz oben wartet eine Truhe auf euch. Sobald ihr die öffnet, werdet ihr woanders hin teleportiert. Und zwar komplett in den Norden. Und wenn ihr hier die Treppe nach oben lauft, dann könnt ihr zum einen erstmal eine Gnade aktivieren. Und dann findet ihr, wenn ihr auf den großen Platz lauft, auf der rechten Seite die Kiste mit dem Talisman. Allerdings habt ihr hier auch einen Riesen, der mit euch ein bisschen kuscheln möchte. Also könnt ihr entweder genau das tun oder euch halt wieder wegteleportieren. So oder so, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem Lebensregenerationstalisman. Und wenn dir bis hierhin gefallen hat, was du gesehen hast, würde ich mich freuen, wenn du das Video mit einem Daumen nach oben bewertest. Das hilft mir extrem weiter. Aber eins kann ich euch versprechen, ganz so einfach wird es für die letzten 3 definitiv nicht werden.
Auch wenn ihr das jetzt vielleicht denkt, wenn ich euch sage, dass ihr für den nächsten Talisman zurück in den Tutorial Dungeon vom Anfang des Spiels müsst. Die Rede ist hier von der Gunst des Erdenbaums. Dieser Talisman erhöht die maximalen Lebenspunkte, eure Ausdauer und euer Ausrüstungsgewicht. Also definitiv ein starker Talisman mit mehreren guten Effekten. Also wählt den Schnellreisepunkt Friedhof der Gestrandeten und los geht's. Auch hier benötigt ihr wieder einen Steinschwertschlüssel, denn wir öffnen das Portal mit der Golemstatue. Und macht euch definitiv auf eine kleine Herausforderung gefasst. Dieser Dungeon hat es definitiv in sich, der Boss auf jeden Fall. An den Talisman kommt ihr aber auch ohne den Boss zu machen. Sorgt also lieber dafür, dass ihr keinerlei Runen dabei habt, nicht dass ihr sie am Ende verliert. Und generell kann ich nur empfehlen, dass ihr diesen Dungeon blind spielt. Wenn ihr das lieber machen wollt, dann springt doch hier zum eingeblendeten Timecode für den nächsten Talisman und kommt zum Video zurück, falls ihr den Dungeon nicht schafft oder den Talisman im Dungeon nicht findet. Betrachtet das als eure Spoilerwarnung. Und mit allen anderen schauen wir uns jetzt gemeinsam den Weg an. Ich glaube, ihr merkt sofort nach der ersten Ecke, dass es hier hauptsächlich darum geht, dem römischen Streitwagen auszuweichen und sich nicht von ihm treffen zu lassen, denn der ist natürlich One-Hit. Also lauft die Schräge runter, links in die erste Einkerbung rein, tötet den Gegner, lauft rechts rüber in die zweite Einkerbung, tötet zwei Gegner und wartet jetzt darauf, dass der Streitwagen wieder nach oben fährt. Dann springt ihr durch die Öffnung rüber auf die nächste Rampe und lauft weiter runter, bis ihr zur geteilten Brücke kommt, also dem schmalen Teil der Brücke, bei der links und rechts ein Abgrund ist. Hier springt ihr links runter in den Abgrund. Unten angekommen habt ihr einige Golems, die ihr töten müsst. Und wenn ihr aber dem Weg weiter folgt, kommt ihr hier die Treppe runter in den Tunnel, wo ihr erstmal vom Totem mit Feuer bespuckt werdet. Lauft hier rechts in die Einsparung, tötet den Golem, wartet, bis das Feuer wieder ein weiteres Mal gespuckt wurde und lauft auf den Totem zu. Wenn ihr den Totem schlagt, versenkt er sich im Boden und es wird kein Feuer mehr gespuckt. Von dort aus geht es einfach geradeaus weiter, nochmal die Treppe runter, rein in die große Halle. Und hier könnt ihr auf der anderen Seite vor der Statue schon das begehrte Stück sehen. Aber seid gewarnt, hier kommen zwei heftige Gegner. Entweder versucht ihr sie zu fighten oder ihr schnappt euch so schnell wie möglich den Talisman, so wie ich das hier gemacht habe, und sterbt dann eines unehrenhaften Todes, aber als glücklicher Besitzer eines neuen Talisman. Und weiter geht's mit Radagons Narbensiegel. Damit erhöht ihr Attribute, aber auch erlittenen Schaden. Bedeutet, ihr bekommt mehr Damage, aber dafür bekommt ihr 3 Punkte mehr bei Kraft, 3 Punkte mehr bei Kondition, 3 Punkte mehr bei Stärke und 3 Punkte mehr bei Geschicklichkeit. Ich würde sagen, das ist der stärkste Talisman, den ihr im Anfangsgebiet bekommen könnt. Richtig, richtig gut und für mich ein absoluter Must-Pick. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist zum Siegelgefängnis der Klagen im Süden von Lyurnia gehen, direkt neben dem Schnellreisepunkt Vierte Kirche von Marika. Das Siegelgefängnis öffnet ihr wieder mit einem Steinschwertschlüssel und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Bossfight. Ich fand ihn eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Bei der Kristallhöhle am See habe ich mich auf jeden Fall deutlich schlechter geschlagen als bei diesem Boss hier. Und als Belohnung gibt es eben den besten Talisman, den ihr im Early Game bekommen könnt. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Talisman für euch Runensüchtige da draußen, denn wir holen uns jetzt den Goldskarabäus. Dieser gewährt euch mehr Runen von besiegten Gegnern. Also Money, Money, Money. Um genau zu sein, ungefähr 20% mehr. Also wenn ihr die Bauernfarm geht in Caelid, kriegt ihr statt 1094 jetzt 1312. Und beim berüchtigten Ball des Todes gibt es statt 1900 zerquetschte jetzt 2342. Aber seid gewarnt, der Weg dorthin ist ein schwieriger. So, servus. Holy aus der Zukunft nochmal hier. Ganz kurzer Einwand oder Einschub, bevor wir jetzt ab in den Dungeon gehen, solltet ihr an dieser Stelle nochmal vorbeischauen. Das ist ganz genau ein bisschen östlich von abseits von Caelids Nordhochstraße, also dem Wegpunkt. Und dann hier drüben seht ihr nämlich einen Händler sitzen. Also da oben ist praktisch der Wegpunkt. Hier unten ist der Händler. Bei dem solltet ihr mal vorbeischauen und den anquatschen. Der hat nämlich was wirklich Wichtiges gleich für den Dungeon. Das war mir bis vor kurzem nicht bewusst, bis ich das Video von einem Kumpel von mir gesehen habe. Der ist im angepinnten Kommentar oder auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus. So könnt ihr nämlich die bewahrenden Boli bei ihm kaufen. Das lindert die Belastung durch Scharlachfäule und heilt Fäulnis. Das heißt, wenn ihr von der Fäulnis befallen seid, könnt ihr euch damit wieder heilen und genau das solltet ihr in dem Dungeon gleich benutzen. Macht das nicht so wie ich. Seid schlau, so wie Enz, und kauft euch die Boli, bevor ihr in den Dungeon geht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video.
Wir gehen nach Kaelid zum Schnellreisepunkt Schwelender Wall. Dort haltet ihr euch Richtung Osten, folgt einfach den Weg, den ich hier laufe. Und dann heißt es über die Klippe springen nach unten in die Höhle. Und der Anfangsteil ist mit das Schwierigste. Hier müsst ihr durch die Fäule durchkommen, ohne dass ihr den Scharlachfäule-Debuff bekommt. Vermeidet auf jeden Fall euch zu rollen, das funktioniert gar nicht. Versucht immer wieder die Sprinten-Taste kurz zu halten. Manchmal klappt es, dass ihr sprintet und ansonsten springen und hoffen, dass ihr schnell genug seid. Ansonsten folgt jetzt einfach dem Weg, den ich hier laufe. Ihr könnt alle Gegner links liegen lassen, schaut, dass ihr nicht vergiftet werdet, schaut, dass ihr nicht die Scharlachfäule bekommt und so bis zum Bossraum vorkommt. Ich kann euch empfehlen, jetzt entweder die Wölfe parat zu haben oder irgendeine andere Asche, die möglichst schnell ist und aggressiv. Denn hier im Bossraum erwarten euch nicht ein Gegner, sondern gleich zwei Gegner. Und es sind auch noch die schönen Scharlachritter mit richtig nervigen Angriffen. Also ruft die Asche und dann konzentriert euch auf einen, um den möglichst schnell wegzubekommen. Achtet darauf, dass ihr euch regelmäßig gegenheilt, denn vermutlich bekommt ihr auch die Scharlachfäule. Und dann schaut einfach, dass ihr die Bosse so schnell wie möglich killt und am Ende euren goldenen Skarabäus einsackt. Und das war's, ab jetzt heißt es immer mehr Runen einsacken, wenn ihr farmen geht. Wunderbar, das ist doch schön. Da macht's auch gleich deutlich mehr Spaß, immer wieder genau das Gleiche zu machen. So, aber das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte Daumen nach oben raushauen auf jeden Fall. Teilt es auch gerne mit euren Freunden. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos rund um Elden Ring, dann bleibt auch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviert auch die Glocke. Also wirklich auf jeden Fall die Glocke aktivieren, denn sonst zeigt euch YouTube meine Videos nicht. Von meiner Seite aus war's das aber für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.